Hallo und herzlich willkommen zu Bastel mit Nilem. Ich habe heute einen Action-Haul für euch. Ich habe wirklich viel eingekauft. Macht euch eine Tasse Tee oder einen Kaffee. Ich denke, das wird ein bisschen längerer Haul werden. Es ist nicht nur Bastelzeug dabei, auch Sachen für Kinder, Spielsachen und auch so ein bisschen was aus der Beauty-Abteilung, Schmuck. Ja, ich zeige euch mal, was ich habe. Ich fange mal mit den Spielsachen an. Ich habe hier einmal so ein Spielzeug. Ich fand den Preis so unschlagbar und ich finde es nicht verkehrt, jetzt schon kleine Weihnachtsgeschenkchen zu kaufen, wenn man was entdeckt, wo man weiß, dass es dem einen oder anderen gefällt. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Sieht schon echt cool aus, finde ich. Das ist das. Dann gab es das hier. Fand ich auch total cool. Und auch der Preis war jetzt echt in Ordnung. Hier sieht man, was der alles kann. Der kann wohl auch was sagen, nicht nur abfeuern. Und es gibt anscheinend auch noch diese Version, den Stegosaurus, nicht nur den T-Rex. Dann gab es noch in der Spielzeugabteilung so Kanonen. Die sind jetzt für den Adventskalender. Da macht man anscheinend so, um das zu laden, macht die Dinger rein und dann schießt man die quasi hier ab. Ich fand das irgendwie total süß. Ich habe ja für den Adventskalender so Zielscheiben gekauft. Und ich dachte mir, ja, dann gibt es es in einem Türchen, kriegen die beiden dann die Pistolen eben mit der Munition dazu. Die gab es auch ganz günstig. Und in einem anderen Türchen kriegen sie halt dann die Zielscheiben. Ich denke, das ist eine gute Idee. Dann habe ich jetzt das hier noch entdeckt. Das haben meine Kinder jetzt aber schon geöffnet. Wir haben das heute auch schon gespielt. Das haben sie heute von mir bekommen. Das ist so ein lustiges Spiel. Das heißt Pop-Up Chase Game. Das gibt es aber in allen möglichen Varianten. Ich glaube, die berühmteste Variante ist die mit den Piraten drauf und dem Fass. Ja, fand ich jetzt auch total günstig. Deswegen habe ich das mitgenommen, weil wir dieses Spiel noch nicht zu Hause haben. Und es gibt wieder Harry Potter Sachen in der Kinderabteilung, in der Spielwarenabteilung. Und zwar gibt es jetzt so Figuren. Hier seht ihr einmal den Harry. Finde ich total süß und der Preis ist halt auch echt mega. Dann habe ich noch einen Malfoy mitgenommen. Und einen Hagrid. Es gibt auch noch Luna und Neville Longbottom. Genau, die habe ich noch gesehen. Andere habe ich jetzt nicht dort gesehen und die drei durften mit. Dann machen wir weiter mit der Schminkabteilung, würde ich jetzt mal sagen. Mit den Drogeriesachen und Schminksachen. Da habe ich dieses Set entdeckt. Soll auch in den Adventskalender von meiner Schwester rein. Fand ich irgendwie total cool. Das passt irgendwie. Also ich glaube, sie kann das ganz gut gebrauchen. Das soll in den Adventskalender von meiner anderen Schwester rein. Die schminkt sich so gern. Da tue ich ja gerne solche Sachen rein. Und ich finde, die Sachen vom Action sind echt nicht schlecht. Gibt es dort auch wieder so schöne Kosmetiktäschchen. Ich habe ihr schon mal einen Adventskalender gemacht. Da habe ich die gleiche Variante. Aber ich glaube, mit einem anderen Spruch in der Farbe Grün für sie gekauft. Das Täschchen fand sie schon toll. Und ich meine, man kann ja alles Mögliche da rein tun. Also zum Organisieren oder für die Handtasche ist so ein Täschchen immer ganz praktisch. Und jetzt haben sie eine rote Variante und da steht Beauty of the Soul. Das fand ich auch total schön. Deswegen durfte ich das jetzt noch mit. Das kommt auch im Adventskalender rein. Das habe ich für mich jetzt mitgenommen, wenn ich zum Beispiel ein Projekt anfange. Und ich habe da immer alles Mögliche, was ich dann irgendwie auf die Schnelle wieder irgendwo reintun möchte und dann in meine Boxen reinmache. Weil ich habe vieles in Boxen drin, weil ich kein Bastelzimmer habe, sondern quasi meine Bastelsachen im Schlafzimmer habe. Und überwiegend aber eigentlich im Wohnzimmer bastel. Und dann hole ich es mir immer aus den Boxen und das ist manchmal so unordentlich. Und jetzt habe ich das gesehen und habe mir gedacht, ja, dann kann ich das vielleicht so ein bisschen besser organisieren, wenn es gerade so ein angefangenes Projekt ist und ich einfach mir die Einzelteile hier hinmache oder einfach während ich bastel, dass ich das ja alles beisammen halt habe, dann ist das ein bisschen leichter. Und deswegen habe ich jetzt mal mir gedacht, ich nehme das mit. Ich finde, das ist ganz cool. Ist ja eigentlich für Kosmetikartikel, aber ja, ich dachte mir, das kann nicht schaden. Sieht cool aus. Und ich werde es mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall praktisch. Und dann gab es noch diesen coolen Make-up-Organizer. Schaut mal, wie hübsch der ist in Roségold.
Und da sind so viele Fächer drin. Also hat mir sehr gut gefallen. Steht da irgendwas bei? Nee. Ja, das bekommt auch meine Schwester. Da kann sie ihre ganzen Sachen reinmachen dann. Dann habe ich in der Schmuckabteilung solche Armbänder entdeckt. Die möchte ich jetzt auch in den Adventskalender packen. Also wie gesagt, das ist dann für meine Schwestern. Da gibt es jetzt einmal Tigerauge, was ja zum Beispiel für den Zwilling der Stein ist, das weiß ich. Und, was ist da los? Dann gibt es einmal hier diese blaue Variante mit dem Infinity-Zeichen, fand ich total schön. Hier eine rote, sieht auch voll cool aus. Und dann der Onyx. Also das hat mir irgendwie sehr gut gefallen, deswegen kommen die noch, durften die noch mit. So, dann geht es weiter. Ich habe noch ein paar Sachen aus der Weihnachtsabteilung gekauft. Und zwar schaut euch mal diese zuckersüßen Häuschen an. Ich finde die so niedlich, wirklich. Ich liebe ja solche. Na, wie heißen die denn jetzt? Ich liebe ja solche Lebkuchenhäuser. Ich finde die so süß und. Ja, ich hätte letztes Jahr wirklich sehr gerne diese Lebkuchenhausstanze bekommen, aber habe sie leider nicht bekommen. Aber ich finde die Häuschen so nett und darüber freue ich mich jetzt umso mehr, dass der Action sowas hat mit den Lebkuchenmännern. Also, und die sind mit LED, das heißt, man macht das jetzt hier raus und dann leuchten die. Ich finde das so süß. Ich mache das hier auch mal an. Und ich mache mal kurz das Licht aus, dass ihr das seht. Seht ihr das? Ist es nicht niedlich? Einfach nur süß, echt. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das. Man sieht das leider in der Kamera nicht so toll, wie es in echt aussieht, wirklich. Die leuchten sehr, sehr süß. Ich bin sehr zufrieden, dass ich die bekommen habe. Die werden auf jeden Fall auch Teil meiner Weihnachtsdeko dann sein dieses Jahr. Dann habe ich mir noch so eine Schneedecke gekauft. 100 cm soll die sein und die ist halt ganz flauschig und ja, die kommt dann unter den Weihnachtsbaum. Finde ich total hübsch. Hat mir irgendwie so gut gefallen, deswegen durfte die mit. Und dann gibt es jetzt schon eine kleine Silvesterabteilung. Und da gibt es jetzt hier so eine Konfettikanone. Und es durften auch noch die Teller mit. Seht ihr? Ich fand die voll hübsch. Da gibt es auch noch, ach, wie heißen die jetzt? Da gibt es auch noch Haarreife mit Happy New Year und lauter so Zeug. Also da haben sie schon einige Sachen. Becher gibt es natürlich auch, aber wir brauchen keine Becher. Diese Pappbecher, also Teller reichen mir da immer meistens. Und ja, ich finde das ganz cool. Ich bereite da immer was vor für meine Kinder, sodass wir jede Stunde eine schöne Aktivität haben an Silvester, sodass sie auch was von Silvester haben. Meistens schaffen es ja beide nicht, bis Mitternacht wach zu bleiben. Und dann ist Silvester trotzdem etwas Besonderes. Und jetzt wird in einer Tüte die Konfettikanone sein. Ja, da schaue ich dann noch, was ich noch alles machen kann. Fand ich auf jeden Fall voll cool, dass sie das jetzt schon haben. Dann geht's weiter mit den Bastelsachen. Ich habe Sticker eingekauft. Ich fand die so schön. Also ich weiß nicht, ob die neu sind. Ich habe sie mitgenommen, weil sie mir gefallen. Es gibt auch noch mehr. Ich habe aber jetzt diese vier Sets mitgenommen, die mir jetzt am besten gefallen haben. Ich zeige euch jetzt mal. Das ist jetzt dieses Set. Und dann packe ich es aus, dass ihr es euch besser anschauen könnt. Also schaut's mal. Das fand ich ja so putzig mit diesen Blüten. Also richtig, richtig süß. Ein cooles Set, finde ich. Auch diese Brücke und eine Libelle. Richtig nett. Also so ein süßes Set. Genau, auf der Rückseite haben wir jetzt das. Schaut euch mal den kleinen Brunnen an, der ist auch total süß.
Und hier, das da unten, finde ich auch total hübsch gemacht. Genauso wie dieses Washi-Tape. Richtig hübsch. Das war das eine Sticker-Set. Dann gibt es jetzt noch diese Variante. Die fand ich auch total cool wegen den Mickey-Maus-Ohren. Und auch die Farben gefallen mir sehr gut. Also hier sieht man zum Beispiel die Mickey-Maus-Ohren. Und das ist sehr modern gemacht. Also das gefällt mir hier auch mit diesen Tickets. Seht ihr? Also ich finde auch die Tickets total cool. Und das hier ist total cool gemacht. Die Kaugummi-Maschine. Hier ist auch wieder ein Ticket. Richtig cool und modern. Hier auch wieder mit dem Mickey Mouse. Mit der kleinen Mickey Maus drauf. Und auch Popcorn. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Auch das sieht so cool aus, so amerikanisch. Und auf der Rückseite gibt es noch mehr Mickey Maus Öhrchen. Auch wieder ein Ticket. Auch Popcorn wieder. Richtig hübsch. Und hier einen ganzen Ticket als Washi Tape. Moment, so rum. Finde ich echt hübsch. Also die gefallen mir sehr gut. Und jetzt kommt das Set, was ich am allerschönsten fand von den ganzen Stickern. Das ist so schön Vintage. Und da gab es mehrere Sachen, die ich so besonders schön fand. Also hier haben wir zum Beispiel einen Koffer und ja, das ist auch voll schön. Und hier diese Tür sieht hübsch aus. Aber besonders schön fand ich hier das Auto mit der Dame. Die Sanduhr finde ich richtig hübsch. Dann auch, schaut euch mal diese kleine Tasse an und den Sessel, das Telefon, also richtig hübsch gemacht, muss man echt sagen. Auch diese Mauer hier. Hier ist das Washi-Tape wieder. Der Schriftzug ist auch sehr schön geschrieben. Sieht auch irgendwie cool aus. Wieder eine Sanduhr. Also ich finde die Sanduhr so schön. Auch das Gebäude ist echt cool. Ein cooles Sticker-Set. Das hat hier oben dieses Telefon drauf. Und dieses Sticker-Set habe ich jetzt für meinen Sohn gekauft. Da geht es um Piraten. Und ich finde das so toll, was man hier in einem Sticker-Set bekommt. Also damit kann man sich ja wirklich was richtig Tolles damit gestalten. Jetzt haben wir hier den Anker, den Piraten, wir haben hier Münzen, sogar mit einem Glücksklee drauf, finde ich total süß. Und ja, also hier einmal das Ruder und hier die Flasche, wo das Schiff in der Flasche ist, finde ich voll cool. Den Schatz, noch einen Piraten und eine Flaschenpost. Also für ein Kind sind solche Sticker wirklich was Besonderes. Kann man ja wirklich zusammen eine Geschichte vielleicht sich erfinden und dann die Bilder dazu machen. Also ich finde das so cool. Oder wenn es eine Piratengeburtstagsfeier war, nimmt man halt die Sticker für sein Album dann. Das Washi-Tape sieht auch mega aus. Wartet mal, ich glaube, ihr seht das so besser. Also richtig, richtig cool, muss man schon sagen. Hier ist sogar ein Piratenschatz. Und ein Schlüssel und sogar eine Schatzkarte. Also mega Set. Ich bin echt beeindruckt, was der Action da an Stickern immer hat. Und wenn ihr ja meine Harry Potter Journal Videos kennt, dann wisst ihr ja, dass ich die Sticker immer sehr gerne für die Harry Potter Seiten verwende. Und da kann man echt viel draus machen. Also das lohnt sich, diese Sticker zu kaufen, muss ich echt sagen. Ich habe noch andere Sticker gekauft. Also Mickey Mouse Sticker. Da gab es wieder so ein Buch und da gab es auch Spider-Man und Paw Patrol gab es, glaube ich, und Peppa Pig, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also Spider-Man weiß ich, weil das habe ich meinem Sohn geschenkt, das hat er jetzt aber auch schon benutzt. Das könnte ich euch nicht mehr vollständig zeigen. Aber die kann ich euch zeigen. Finde ich voll cool, mit ganz viel Glitzer. Ist auch cool für Karten oder wenn man Geburtstagskarten beschriftet, da drinnen ein paar Sticker reinkleben. Sieht schön aus, da freuen sich die Kinder.
Dann habe ich hier Mosaiksticker bekommen. Ich zeige euch das jetzt mal so, dass ich euch nicht so blende. In Roségold, Gold und Silber. Ich glaube, das ist ganz cool, sowas zu haben. Damit kann man auch schön Sachen verzieren. Und es gibt Stickerbücher für den Planer. Und ich mache mir immer, also ich nehme mir immer einen Planer und versuche den so gut wie möglich bis Ende des Jahres vorzuarbeiten, also vorzukleben. Mache den dann in meinen Rucksack rein und dann ist das mein Kalender, den ich jeden Tag mit mir führe. Und ich wollte euch fragen, ob ihr Interesse daran habt, ein Video dazu zu sehen, wie ich meinen Planer beklebe. Wenn denn da Interesse da ist, dann mache ich gerne ein Video draus. Und dafür habe ich mir jetzt diese Stickerbücher auch gekauft. Ich habe noch ganz viele andere Stickerbücher, also Planersticker. Habt ihr ja bestimmt auch in meinen anderen Haul-Videos gesehen. Aber schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ihr mir zugucken wollt, während ich meinen Planer gestalte. Und wenn nicht, dann mache ich das so oder so. Also hier haben wir jetzt einmal die pinke Variante mit den Herzen drauf. Also, da haben wir jetzt einmal alle Monate, Buchstaben, hui, da fehlt ja ein Sticker, das gibt's ja nicht, da fehlt ein Sticker, ja, kann man nichts machen, das scheint der Work-Sticker zu sein, okay, der fehlt mir jetzt hier, dann so goldene Sticker kann man ja eigentlich immer gebrauchen, finde ich. Auch richtig cool. Die kann man auch sehr gut für diese großen Familienkalender benutzen, diese hier. Dann Zahlen. Leeres Feld, das ist auch cool, dass man selber reinschreiben kann, was man möchte. Buchstaben. Noch mehr leere Felder. Die pinken Buchstaben finde ich cool, die gefallen mir. Noch mal pink und gold, cool. Das ist auch toll. Blaue Zahlen. Hier sowas wie Washi-Tape. Banner. Ich fand, die Farben sind dieses Jahr sehr schön von diesen Stickerbüchern. Genau, das war jetzt die pinke Variante. Dann gibt es hier noch eine türkise Variante. Auch sehr schöne Farben, finde ich. Das ist auch voll süß, diese Banner hier. Zahlen. Kann man ja auch für einen Adventskalender benutzen, diese Zahlen. Und dann ausweichen mit Buchstaben, wenn es irgendwie mal nicht aufgeht. Eine schöne Farbe, wirklich. Genau, das ist dann dieser Block. Dann haben wir noch einen rosanen Block.
finde die Farben wirklich toll. Es gab auch schon mal Blöcke, wo die Farben ein bisschen zu quietschbunt waren, aber das sind so schöne Farben, also so angenehm einfach. Das gefällt mir schon echt gut. Hier sind sogar so Punkte, das habe ich jetzt bei den anderen gar nicht gesehen. Ah doch, das ist mir nur nicht aufgefallen. Okay. Und dann habe ich noch diese Variante, die ist so Aprikot ein bisschen, aber auch sehr schöne Farben, finde ich. Mit Braun gemischt. Okay, das ist so Safari-Stil ein bisschen, was da dabei ist. Da wieder das schöne Rosa. Also bei den Symbolen finde ich es immer so ein bisschen schwer, damit was anzufangen. Aber ich denke, wenn das jetzt jemand zum Beispiel für Kino gehen oder sowas benutzen möchte oder frühstücken gehen, oder hier, lass uns mal auf den Geburtstag gehen wir, dann kann man vielleicht solche Symbole benutzen. Das geht natürlich auch. Aber ich schreibe es halt lieber, als dass ich ein Symbol hinmache. Das ist eine coole Farbe, die gefällt mir. Genau, das war es jetzt von den Stickern. Dann habe ich Glitzer bekommen. Ich musste unbedingt meinen Glitzer auffüllen. Wegen diesem neuen Glitzergesetz habe ich mir gedacht, ja, es schadet nicht, wenn der Action jetzt schon ein bisschen Glitzer verkauft, lieber mal ein bisschen Vorrat zu haben. Weil, ja, man weiß ja nie, was da jetzt dann ist, ob es dann irgendwann mal einen Mangel gibt. Und ich benutze wirklich sehr, sehr gerne Glitzer. Also vor allem bei Weihnachtskarten. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich hole mir mal lieber noch ein bisschen Glitzer. Das kann nicht schaden. Und schaut euch diese Packungen an. Also die haben ja wirklich wunderschöne Farben. Seht ihr das? Das ist wirklich, wirklich toll. Einmal so ganz klitzekleiner Glitzer und der ist jetzt hier schon ein bisschen gröber. Und hier haben wir diese Flocken. Von der Farbe her ist es das gleiche wie hier. Dann haben wir hier die warmen Rottöne, also rosa, rot, violett, auch Roségold, richtig hübsch. Und die blauen, kalten Töne. Finde ich auch voll hübsch. Und ich finde, man sieht das ganz gut in der Kamera. Die muss ich gar nicht auspacken. Genau, die drei Sets habe ich mir noch geholt. Es gibt auch noch solche neue Sets. Die gibt es in Gold, in Silber und in Roségold. Ich habe jetzt Gold und Silber nicht mitgenommen, weil davon habe ich ganz viel zu Hause. Ich habe jetzt nur Roségold mitgenommen, weil sowas habe ich noch nicht in der Farbe. Und ja, ich finde die total süß, die kleinen Sternchen, vielleicht für Karten. Und ja, Perlen kann man eigentlich immer benutzen und diese klitzekleinen Perlen kann man ja auch für Shaker-Karten benutzen. Und dann gibt es noch diesen Glitzer. Ich mag ja vor allem immer diesen weißen Glitzer, den finde ich immer ganz toll, um Schnee nachzuahmen. Aber der schwarze Glitzer ist auch richtig schön. Schaut euch den mal an. Also für Halloween wäre der auch richtig cool. Da gibt es noch einen schwarzen. Also ich finde, die Farben sind richtig schön. Also gefällt mir echt gut. Dann gibt es hier noch die blauen Töne. Blau, grün. Auch wunderschön. Und hier noch die rosane Variante.
Gefällt mir echt gut. Und ich habe noch Stifte eingekauft. Einmal gibt es ja diese wachsmalkreideartigen Stifte. Davon habe ich mir schon mal welche beim Action gekauft und habe so ein ganzes Mäppchen damit voll. Aber die sind ja mit Glitzer. Die habe ich noch nicht. Und hier sind auch noch Metallic, und zwar 3 Stück. Die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Deswegen habe ich die jetzt gekauft. Und es gibt noch andere Stifte. Und zwar diese Chartmarker in Metallic und in Glitzer. Also in Metallic haben wir hier einmal die schwarze Variante und die sind auch für Fenster geeignet. Dann gibt es die grüne in Metallic, die goldene Variante in Metallic und die silberne Variante in Metallic. Und dann gibt es noch eine Glitzer-Variante. Und einmal ist das hier, denke ich mal, pink und nicht rosa, ein Blau und ein Rot. Also ich weiß nicht, ob es noch mehr davon gibt. Ich habe jetzt die gesehen und ich möchte jetzt im Anschluss ein Video drehen mit diesen und diesen, wo ich die dann mal austeste. Genau. Das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Das war mein Action Haul. Ich tue mal alle Bastelsachen so ein bisschen drapieren, dass ihr das nochmal seht. Wir haben hier Glitzer ohne Ende und Stifte, die ich jetzt gleich im Anschluss mit euch testen werde. Einige Sticker hatten wir. Vergisst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr denn sehen wollt, wie ich den Planer damit dekoriere. Noch mehr Sticker. Solche Sticker. Die packe ich schnell ein. Genau, dann hatten wir ja noch diese Sticker-Sets. Einige Ideen oder Anregungen für einen Adventskalender. Kinderspielsachen. Genau, ich hoffe, euch hat mein Haul gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nicht verpassen wollt, was ich jetzt mit all den Sachen noch machen werde. Ich werde auch ein Video dazu machen, wie ich den Adventskalender packe. Von meinen Kindern, glaube ich, werde ich dann ein Video machen oder den für meine Schwester mal gucken oder beides, je nachdem, wie viel Zeit ich dafür habe. Und jetzt gleich im Anschluss drehe ich nochmal ein Video zu den ganzen Stiften, die ich euch jetzt gezeigt habe, dass ihr auch seht, wie die denn auf Papier aussehen. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.